Einen wunderschönen, da bin ich mal wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Odin war shoppen, beziehungsweise Odin war einkaufen. Ich habe hier auch schon ein bisschen was hingepackt, nicht das, was hier drüben ist, ich zeige euch das mal. So, nur das hier. Das nicht, da kommt ein separates Video dazu, weil die habe ich nicht selber gekauft, die sind Leihgaben und sowas alles. So, fangen wir an. Es war ja jetzt diese Prime Day, habe ich euch ja erzählt, und der eine oder andere weiß ja schon, was ich gekauft habe, aber noch nicht alles. So, Pappe hau ich mal hier hin, kann weg. Ich habe mir Assassin's Creed, den Film, gekauft. Leider ist mir da aber ein Fehler passiert. Es war nur der normale Assassin's Creed im Angebot. Der normale Blu-ray-Film geht ja auch. Full HD, 1080p steht hier auch drauf. Bild 16:9. 200. Nee, wo steht denn das? Dolby 7.1, Dolby 5.1. Deutsch, Englisch, Französisch, Niederländisch, Italienisch. Aber halt kein 3D. Ich hätte den echt gerne in 3D gehabt. Aber da habe ich zu spät gesehen, dass es nur der normale ist, der bei Prime Day angeboten wurde. Das war jetzt mein Fehler, aber Hauptsache ich hab'n, und dann irgendwann hole ich mir mal die 3D-Version davon auch noch. Das ist das Erste, was ich mir gekauft habe. Entschuldigung, ich öle hier gerade weg und ich habe auch keine Lampe, die ich momentan hinstellen kann, weil meine Lampe ist die Birne durch. Also bei meiner Softbox, die hier mal schön Licht gemacht hat. Da muss ich mir erstmal eine neue Birne holen. Aber die hole ich nicht heute und nicht morgen, weil ich gehe ja sowieso die Tage ins Krankenhaus. So, dann habe ich mir noch was geholt bei den Prime Days. Da mache ich aber nochmal ein separates Video dazu. Da habe ich mir einmal eine Wireless-Maus geholt, eine ganz normale. Ist hier gar nicht. War auch sehr billig, also preiswert bei Prime Days drin. Und die habe ich mir geholt, entweder für die PS4, dass ich dann halt auch eine Maus habe, dass ich da ein bisschen was machen kann. Bei Point-and-Click-Adventure zum Beispiel oder so. Ich habe ja auch die Air-Maus für die Android-Box. Da könnte ich die dann auch benutzen, rein theoretisch. Oder für den PC. Ich habe gedacht, eine Wireless-Maus da haben, ist immer eine gute Idee. Und meine Maus spinnt am PC etwas rum. Deswegen habe ich gedacht, vielleicht auch für den PC. Und dann hatte ich die noch gesehen, weil unten drunter stand, dann kennt er ja. Leute, die das gekauft haben, haben auch jenes gekauft. Und da wurde mir diese Gaming-Maus empfohlen. Und, ne? Aber ehrlich gesagt, ich habe sie nicht wegen Gaming-Maus geholt. Ich habe sie, klingt jetzt vielleicht doof, ich habe sie wegen dem blauen Licht und wegen der Spinne mit dem eisernen Kreuz geholt, weil ich das Design geil fand. Und mit hier seht ihr die Striche da. Ja, ich fand das Design halt einfach geil. Und deswegen habe ich mir die geholt. Oh, Entschuldigung, Leute, ich öle hier weg. Ey, das ist so scheiße schwül. Schatz, ich kann's nicht mehr. Das ist so scheiße schwül hier. Und über 30 Grad. Und kein Wind. Nicht ein einziger Windhauch. So. Und dann habe ich mir eine Bauchtasche geholt. Die hatte ich auch schon ausgepackt. Meine Frau findet sie jetzt nicht so schön. Ich finde sie schön. Wenn ich denn unterwegs bin. Meine Frau gefällt das halt nicht mit dem Braun hier. Aber ich finde die halt gut. Hier kann man dann was Kleine drin machen. Irgendwie so. Da kann man Kopfhörer drin machen oder so. Oder kommen die ja vielleicht aus der Bauchtasche so heraus. Weiß ich nicht. Habe ich noch gar nicht nachgeguckt. Und dann haben wir hier hinten noch ein Geheimfach. Und innen drinnen noch mal ein Geheimfach. Und die ist halt schön groß. Ich meine, das Normale ist ja was kleiner. Und da ist mir dieser Abstandshalter, also diese Verstärken, kaputt gebrochen. Die hält noch, aber manchmal verstellt die sich, und deswegen habe ich gedacht, naja, die ist was größer, brauche sowieso noch eine größere, wenn ich mit meiner Tochter unterwegs bin, weil da muss ja alles Mögliche miteinander mitkommen, weil ich habe ja, hole jetzt Wochenende Fahrrad und so von meiner Mutter, und deswegen habe ich gedacht, eine größere wäre vielleicht gar nicht mal so schlecht, und nur schwarz ist doof immer, und deswegen habe ich gedacht, versuchst du mal mit so ein bisschen Akzent. Habe ich durch meine Frau gelernt, Akzente. So, dann, wie gesagt, ich muss ja jetzt nächste Woche ins Krankenhaus, und ich hatte ja einen Kulturbeutel, also ich sage mal Waschtasche dazu, meine Frau sagte, da heißt Kulturbeutel,
Und meine ist ein bisschen clean, die war bei Axe, war die mal mit bei. Also so ein Axe-Paket, Duschgel, Spray und dann so eine Tasche halt. Und die ist jetzt auf Dauer ein bisschen clean geworden und der Reißverschluss hakt ganz schön. Also letztens im Krankenhaus ist er mir auch kaputt gegangen, konnte ich wieder reparieren. Und dann war auch bei Prime Days ein Angebot, weil ich davor schon mal geguckt hatte, guck dir das mal an, und das war auch bei Prime Days dann drin. Ist auch eine Waschtasche. Der Clou ist, dieses obere Teil hier, hier ist der Reißverschluss, das kann ich komplett abmachen und dann ist es wie so eine kleine Federtasche. Dann habe ich hier nochmal ein Fach. Und wenn ich das hier aufmache, so, habe ich hier so einen Haken, dann kann ich das zum Beispiel am Handtuchhalter anhängen, kann hier was drin machen, Rasierer und Rasierschaum hier drin machen. Und ja, da ist genug Platz für mich drinnen, denke ich mal, für ja, alles, was man so im Krankenhaus halt mitschleppen muss. Zahnpasta, Zahnputzbecher, Zahnpasta, Zahnbürste, nee, Zahnpasta habe ich doppelt gesagt, Duschgel, Creme, was für die Haare, was für ein Bart. Ja, und ein paar Tabletten halt wegen Schmerzen und so. Falls du da manchmal im Krankenhaus ein bisschen knickrig sind, hat man halt was bei. Und deswegen halt gedacht, greifst du da mal zu, was habe ich bezahlt? Weiß ich jetzt nicht. Ich weiß jetzt nicht, was ich bezahlt habe. War jedenfalls billiger als sonst. Und dann habe ich gedacht, oh, ist okay. So. Das haben wir. Und dann habe ich noch was geholt. Das hat mir ein Abonnent empfohlen. Ich will mir noch mal was holen, was Dagon mir empfohlen hat. Aber das hat mir ein Abonnent empfohlen. Und da habe ich gedacht, da musst du denn mal zugreifen. Ich hatte das schon mal ausgepackt. Habe es jetzt extra noch für ein Video noch mal eingepackt. So. Seht ihr das? Das ist Bartöl da Dude. Made in Schweden steht da unten. Kommt aber, wenn ich ehrlich bin, ja, steht zwar Made in Schweden da. Kann nur sein, dass es aus Schweden kommt, aber bei mir kam es aus, habe ich nämlich letztens noch gesehen, Großbritannien. Aber ich habe es bei Amazon geholt. Ja. Und so, dann macht man das hier so auf. So, und dann hat man hier so sein Bartöl. Das kann man denn hier auch noch mal rausholen, das ist auch gut gepolstert, also wenn das kommt, alle Duty polstert, da geht nichts kaputt. Und so sieht die Flasche aus. Riech mal, Hase, jetzt bin ich mal gespannt. Leinöl oder irgendwas. Ölig, Leinöl. ja. Und besser? Oder Sesamöl oder irgendwas. Hm? Leinöl. Ja, aber besser, oder? Ja, nicht so tranig. Ja. Puh. Also, ich weiß nicht mehr, wer es mir empfohlen hat. Da ist erstmal ein fettes Danke. Ich habe es jetzt zwar noch nicht aufgetragen, aber den ersten Geruchstest hat das Bartöl auf jeden Fall geschafft. Ich werde euch die Produkte natürlich alles unten drunter verlinken, weil das Problem ist, Dagon hat mir auch was empfohlen von Rossmann. Das werde ich mir demnächst auch nochmal holen. Ist auch ein Bartöl und so ein Bartschaum. Dann wird er ein bisschen weicher, der Bart auch noch. Das Problem ist, die ganzen Bartöle, die ich bis jetzt mir geholt habe und getestet habe, mir gefallen sie. Aber meiner Frau nicht, weil meine Frau mag dieses Sandelholz nicht. Doch, aber Nee? dieses Ach Lebertran so. und Na, das war doch dieses Sandelholz, was so tranig gerochen hat. Da ist kein Lebertran, Leber. Sandelholz riecht gut. Es geht halt um dieses Ja, Tranige. da war noch irgendein Holzdings drin irgendwie. Weiß ich nicht, aber Aber das es Grüne, ist das kein magst du ja auch nicht. Lebertran. Das Grüne magst du ja auch nicht, was so minzig riecht. Ja, das riecht nach Keller. Das riecht nach Keller. Das Grüne, was ich mal geholt hatte, hatte ich auch ein Video gemacht. Das riecht nach Keller. Das andere riecht tranig. Das macht Dieses mich doch nicht so Ich schlecht, mach dich doch nicht dass schlecht. ich alles nicht mag. Ich mach dich doch nicht schlecht, aber sie mag es vom Geruch her nicht. Und dieses Oranienburger, was ich habe, das kann ich auch teilweise nicht riechen. Also wenn ich es mir aufmache, so leicht ist okay. Aber wenn es zu lange ist, dann kriege ich Kopfschmerzen davon. Obwohl mir der Geruch ziemlich gut gefällt. Und deswegen, ich brauche ja ein Bartöl, was für mich
mein Bart pflegt, auch wenn meine Frau da ist, dass die das riechen kann, weil die liegt abends neben mir, die sitzt neben mir, wenn wir Auto fahren, sitzt sie neben mir und die musste das ja ertragen. Und da wurde mir das halt empfohlen und deswegen habe ich das geholt und die erste Geruchsprobe hat es überstanden. Ich werde es nachher drin machen. Ich werde später da nochmal ein Fazitvideo zu machen und kann euch dann sagen, ob es meiner Frau gefallen hat oder nicht. Weil das ist, kennt ihr ja. Bei mir ist es zum Beispiel Ananas. Ich habe mein Leben lang total gerne Ananas gegessen. Wirklich. Aus Büchsen, so eine fertige, also eine normale, fertige, rohe Ananas vom Baum. So. Und die essen. Total lecker. Und in meiner ersten eigenen Wohnung, 2000, hatte ich total den Hieper auf Ananas gekriegt. Aber richtig den Hieper. Und bin dann nochmal losgeeiert und hab mir, weil das Auge ist natürlich immer größer als der Magen und der Verstand, habe ich mir extra 3 Dosen Ananas geholt. Ja, zu Hause die erste Dose aufgemacht und dann dachte, Mensch, hast du vielleicht ein bisschen wenig gegessen oder irgendwas, keine Ahnung. Es kam schon ein bisschen hoch. Und dann habe ich so Ananas gerochen, dachte, kann doch nicht sein. Und habe dann gegessen und so wie ich das im Mund habe, ich habe auch noch relativ unterschlucken können, aber bis zum Magen ist es ja nicht gekommen, da kam im hohen Bogen auch gleich wieder raus. Und ich kann seit, also weiß ich nicht, warum und weshalb, aber ich kann seitdem keine Ananas mehr riechen oder essen, dann wird mir speiübel. Und jeder hat irgendwie eine Abneigung gegen irgendeinen Geruch oder so. Und so ist es bei meiner Frau, die mag diese Tranie nicht. Und weil ich ihr fallen will und auch ein Bartöl haben will, wenn sie da ist, deswegen habe ich, so, dann habe ich mir wieder geholt grüner Tee Limette. Ja, da habe ich ja schon vielen geholfen mit, die von alleine nicht auf diese gekommen wären, auf diese Drinks und die jetzt auch alle nur noch die Drinks trinken und total begeistert sind. Da ist mal schon danke und wenn es euch gefällt, natürlich Daumen hoch machen. Weil grüner Tee Limette, ich habe noch Kaktusfeige, ist noch ein bisschen da. Kaktusfeige bestelle ich nächsten Monat wieder mit. Grüner Tee Limette war aber alle, weil die trinkt meine Frau und ich, meine Tochter auch ab und zu. Und dann habe ich gesehen, weil wir zwischendurch auch mal auf den Cola-Geschmack Lust hatten. Also nicht, dass wir hier gleich 20 Stiegen Cola haben und Cola wegsaufen bis zum Erbrechen, aber nee, diesen Cola-Geschmack hatten wir Bock und da hatten wir dann bei meiner Mutter letztens mal ein Glas getrunken und so. Und deswegen habe ich gedacht, ich nehme mal Cola, dass wir diesen Cola-Geschmack haben. Da muss ich aber sagen, es kommt an einen normalen Cola-Geschmack nicht richtig ran. Das schmeckt eher wie eine abgestandene Cola Light. Obwohl in meinem Wasser genug Kohlensäure drin ist. Aber es schmeckt abgestanden. Ja, und da irgendwie ist eine Zimtnote drin. Ja, Schatzi sagt, es ist eine Zimtnote drin. Ich schmeck die nicht raus. Sagt zimtig irgendwie. Ich finde es ein bisschen bitterer als eine Cola, finde ich. Es hat eine leichte bittere, ist ein bisschen bitterer als normale Cola. Was mir aber persönlich eigentlich ganz gut schmeckt und gefällt. Aber meine Frau sagt, das schmeckt gut, aber es ist halt keine Cola. Also so ja. Der eigene Geschmack ist total in Ordnung, aber man sollte es bloß nicht mit einer Cola vergleichen. Ja, also nicht mit Cola vergleichen, aber der eigene Geschmack davon ist schon an sich gut und kommt ein bisschen an Cola ran. Ein bisschen kommt es ran. Und meine Frau schmeckt halt Zimt raus, was ich jetzt nicht so wirklich rausschmecke. Das ist so ein bisschen, hat so ein bisschen so wie Cola Kirsch so ein bisschen abgestanden, so ein bisschen finde ich irgendwie so. Naja. So, dann, das habe ich nicht gekauft, da habe ich denn so ein Päckchen gekriegt, das hatte ich ja schon mal gezeigt, ich möchte die gerne nochmal erwähnen, hier sind sie, natürlich nicht drin, das sind iPhone-Kopfhörer, und da hinten ist auch das, warte mal, seht ihr das, das Apple-Logo, da ist das Apple-Logo, und mit denen habe ich auch das letzte Video aufgenommen mit der Kamera, wo ich nicht konnte, oder wo ich was angekündigt habe. Und die habe ich jetzt auch immer hier mit bei. Das sind noch richtig schöne Kopfhörer, so mit ohne In-Ear und so, finde ich da geil. Wollte ich nur noch mal erwähnen, die habe ich jetzt immer mit bei, sind immer in meiner Bauchtasche. Wenn ich ein Video mache, kann ich die jetzt immer benutzen und ich lasse die nicht mehr im Auto. Falls Auto geklaut wird, sind die Kopfhörer auch wieder weg. Nee. Aber wir wollen ja hoffen, dass dieses Auto diesmal nicht geklaut wird. So, dann kann ich euch auch gleich noch sagen, was hier drin ist, wenn ihr da Bock drauf habt. Hier unten sind Kopfhörer drin, die ich mir mal angucken soll. Dann hat Devolo mir die neue Steckdose geschickt. Weil ich habe gefragt,
So. Achso, hier habe ich was draufgeschrieben. Da kann ich euch jetzt nicht zeigen. So. So, das ist die Verpackung der alten Steckdose. Ich habe die da nochmal drin gemacht, damit wir uns die alte Steckdose mit der neuen Steckdose mal angucken können. Und, also große Kopfhörer sind hier unten drin. Kann ich auch sagen, von Yamaha. Und hier unten ist ein Sommerpaket, was mir eine PR-Firma geschickt hat, was ich mir mal angucken soll. Da ist auch von Divolo so ein WLAN-Adapter drin und ein externer Akku. Ja, und das werde ich aber nicht alle heute schaffen. Ich mache jetzt noch die Kopfhörer, weil die werde ich ins Krankenhaus mitnehmen wollen, weil die anderen lasse ich am PC. Oder ich nehme die anderen mit, ich weiß es noch nicht. Brauche ich jetzt Kopfhörer für Krankenhaus. Die mache ich jetzt gleich noch. Unboxing und Hardware-Video, Hardware-Test. Mache ich dann nach dem Krankenhaus am PC ran und sage euch dann meinen ersten Eindruck nach dem Krankenhaus, weil sonst schaffe ich das nicht mehr alle das bearbeiten. Hast nie gesehen. Möchte heute auch noch Zeit mit meiner Frau verbringen. Die muss ich morgen früh leider wieder zur Arbeit bringen. Und Samstag und Sonntagabend wird dann nochmal gestreamt, wenn alles gut geht. Und Montag bin ich dann im Krankenhaus. Wie lange, weiß ich noch nicht. Ich halte euch aber auf jeden Fall auf dem Laufenden. Abonniert auch mal Odins Thron. Den Link packe ich euch auch in die Videobeschreibung oder oben in die Infobox. Am besten auch nochmal. Da werde ich dann immer so Kurzvideos oder ein Livestream, Kurzvideos vom Krankenhaus aus oder von unterwegs oder was weiß ich was machen. Weil hier geht ja momentan nicht live und diese kurzen Dinger werden dann alle da sein. Abonniert auch mal Odin Zocker, klatsche ich euch auch oben rein. Da werde ich dann Samstag und Sonntag den Livestream machen. Da wollen wir Marvel beenden. Und als nächstes kann ich euch schon einen Schmankel verraten. Blue und ich wollen Saints Row 4 anfangen. Da freue ich mich schon. Und wir wollen auch das Get to the Hell DLC wollen wir auch durchspielen. Wollen Platin wieder machen, weil wir haben es auf der PS3 schon Platin geholt. Ja, das war's soweit erstmal. Das war's. Ja, dann würde ich mich jetzt hier erstmal verabschieden. Wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen oben da. Guckt doch mal das Video, was ich heute hochgeladen habe, beziehungsweise wenn ihr das seht, vor ein paar Tagen, zur Anchor Xbox, also zu dieser Anchor, zu diesem Android Receiver. Da habe ich ein News-Video gemacht mit dem aktuellen Update, was da alles so mit drin ist. Guckt euch das auch mal an. Ich bin dann jetzt erstmal weg. Ich wünsche euch einen schönen Tag, Abend oder Wochenende. Ahoi. Sagt euer Odin.